Ja, vielen Dank. Das freut mich auch ganz besonders. Herzlich willkommen von meiner Seite in den virtuellen Raum an die Cusanus Hochschule oder wo auch immer Sie und ihr alle derzeit gerade sitzen und diesem nächsten 2 Stunden lauschen möget. Ich persönlich bin hier gerade nicht in Berlin, bin Fulltime am Arbeiten, aber tatsächlich mit meiner Familie an der Nordsee. Die machen hier Urlaub. Ich bin leider hier im Homeoffice. Was heißt leider? Corona macht es möglich, ansonsten wäre ich gar nicht hier. Und so gibt es doch schon mal einige Hinweise auf das Thema unseres Vortrags heute, nämlich die gestiegene Flexibilität in manchen Bereichen, Privates und Berufliches besser zu vereinbaren. Ich freue mich sehr über das Thema heute. Das Thema, was wir heute haben, mit Digitalisierung auf dem Weg in eine nachhaltige Postwachstumsgesellschaft. Das ist ja ein Thema, was insgesamt in der Vorlesung zur politischen Ökonomie der Corona-Krise mehrere Themen von mir, die ich seit langem bearbeite, wunderbar miteinander vereint. Nämlich zum einen das Thema Nachhaltigkeit. Damit beschäftige ich mich seit über 20 Jahren beruflich und daher kenne ich ja auch aus meiner Zeit am Wuppertal-Institut den Präsidenten der Cusanus Hochschule, Reinhard Loske, gut als damaligen Kollegen noch. Dann zweitens mit dem Thema der Postwachstumsgesellschaft. Dazu werde ich auch heute natürlich unbedingt sprechen und schließlich das Thema Digitalisierung, mit dem ich mich seit einigen Jahren sehr intensiv beschäftige, vor allen Dingen mit dem Nexus Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Das heißt, heute hier werde ich Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Corona und Postwachstum versuchen miteinander zu verweben und euch oder Ihnen in verschiedenen Thesen darstellen. Ganz kurzer Werbeblock beziehungsweise noch Hinweis auf manche, die vielleicht mehr Informationen zu meiner Person haben möchten. Ich habe vor 2 Jahren mit meinem Kollegen Steffen Lange ein Buch zusammen veröffentlicht, Smarte Grüne Welt, was es auch kostenlos als PDF oder käuflich als Buch im Handel zu erwerben gibt, worin wir das Thema Digitalisierung mit sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit zusammenbringen. Das Buch ist auch gerade ganz druckfrisch vor wenigen Wochen im Englischen und stark überarbeitet für den internationalen Diskurs als Smart Green World erschienen worden. Und vielleicht werden es manche wissen, ich bin ja auch einer der Initiatoren der Bits und Bäume Bewegung. Da gab es 2018 mal eine große Konferenz, wo versucht wurde, die Hacker- und IT- und Tech-Szene in Deutschland, vor allem die zivilgesellschaftliche Community, hier mit der Nachhaltigkeits-Community zusammenzubringen, voneinander zu lernen, gemeinsame Strategien zu entwickeln, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam vorangetrieben werden können. Auch das wird vielleicht der eine oder die andere mitbekommen haben. Wenn nicht, es gibt auch eine laufende Gesprächsreihe, das Forum Bits und Bäume, wo wir immer wieder Veranstaltungen zu diesem Thema machen. Und hier sind meine Thesen, einmal im Überblick. Und dann steige ich ein mit These 1, aber ich will die anderen Thesen nicht vorenthalten, sondern sie gleich zu Beginn einmal nennen. Erste These: Die Corona-Krise ist eine große Chance für den Nachhaltigkeitsdiskurs. Werde ich gleich ausführen. Zweite These: Das entschlossene Handeln zur Bekämpfung der Corona-Krise taucht nur begrenzt für Lessons Learned zur Bekämpfung der Umwelt- und Klimakrise. Dritte These: Digitalisierung bietet nur Chancen für Nachhaltigkeit, wenn sie herkömmliche Güter und Strukturen ersetzt. Vierte These: Ein großes Risiko der Digitalisierung liegt in der Beschleunigung des Lebenstempels und des sozialen Wandels, also insgesamt einer sozialen Beschleunigung. Und letzte These: Das New Normal nach der Krise sollte anders aussehen. Corona Lessons Learned könnte lauten: Weniger Wachstum wagen. Ich steige ein mit These 1. Die Corona-Krise ist eine große Chance für die Nachhaltigkeitstransformation bzw. den Nachhaltigkeitsdiskurs. Und das möchte ich ein bisschen abwägen und ein bisschen differenzierter ausführen natürlich. Vielleicht regt sich bei dem einen oder der anderen schon Widerstand, wenn es nur von der Chance geredet wird. Ich möchte es ein bisschen differenzierter darstellen. In ökologischer Hinsicht halte ich es für eine große Chance. Sehen wir uns beispielsweise mal den Verlauf der Emissionen an. Deutschland hatte Anfang April diesen Jahres 26% weniger CO2-Emissionen als üblicherweise zu dieser Jahreszeit emittiert. Für ganz 2020 wird global von einem Rückgang der Emissionen um 4,2 bis 7,2% erwartet. In Deutschland werden 30 bis 100 Millionen Tonnen weniger CO2-Emissionen für dieses Jahr erwartet. Und das ist ungefähr das, was Deutschland als Fair Share für den Beitrag einer klimagerechten Zukunft leisten müsste.
Das heißt, was wir als den totalen Ausnahmezustand hier erlebt haben und der sozusagen eher notgedrungen oder gezwungenermaßen mit einer drastischen Reduktion der Treibhausgasemissionen einherging, müsste eigentlich, vielleicht nicht auf genau diesem Wege, aber quantitativ vom Beitrag Deutschlands zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels und unter Berücksichtigung, dass Deutschland in der Vergangenheit schon so viele Emissionen in der Atmosphäre akkumuliert hat, dass der Fair Share wesentlich mehr wäre als das, was die Länder des globalen Südens leisten müssen zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels. Dieses, was wir in der Corona-Krise beobachten konnten, ist ungefähr Pi mal Daumen das, was Deutschland eigentlich jährlich leisten müsste. Zweiter große Chance in ökologischer Hinsicht ist, Menschen überdenken ihren Konsum und auch ihre Beschäftigungsverhältnisse, auch die konkreten Arbeitsweisen, etwa weniger Dienstreisen, weniger Konsum, mehr Zeit mit Familie, besser kochen. Manche reden ja auch von der Corona-Wampe, die sich dann schon bei der einen oder dem anderen angesammelt hat. Ja, das hat teilweise damit zu tun, dass wir uns weniger bewegen. Das ist vielleicht nicht so gesundheitspolitisch erfreulich, aber eben auch damit, dass Menschen mehr Zeit verbringen mit qualitativ höherwertigen Tätigkeiten, wie zum Beispiel ein gutes Essen zuzubereiten und nicht nur kurz am Fastfood-Stand vorbei was abgreifen. In ökologischer Hinsicht gibt es also große Chancen. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir nicht nur über ökologische, sondern auch über soziale Anliegen. Ich glaube, in sozialer Hinsicht, also mit Blick auf soziale Nachhaltigkeit, würde ich die Zwischenbilanz der Corona-Krise etwas ambivalenter ziehen, positiv zu verbuchen und insofern auch eine große Chance, würde ich sehen, dass Corona doch alles in allem zu einer Entschleunigung beigetragen hat. Allerdings differenziert, nicht für alle Menschen gleichzeitig, aber auf den Beschleunigungsaspekt komme ich nachher nochmal bei These, ich glaube 3 oder 4 war es, detaillierter zurück. Positiv würde ich auf jeden Fall auch sehen, dass in vielen Berufen der ständige Produktivitätsdruck etwas nachgelassen hat. Eine Sache, die ich jetzt in meinem Beruf leider nicht so beobachten konnte, und ich glaube, es gibt auch viele andere Berufsfelder, wo der unmittelbare Stress aufgrund neuer Anforderungen, jetzt alles digital zu bewältigen oder Vorgänge anders zu machen als früher, auch zu vorübergehend mehr Stress geführt hat. Alles in allem aber ist Produktivitätsdruck rausgenommen worden. Ein weiteres positives soziales Nachhaltigkeitsbeitrag sehe ich darin, dass mehr Zeit für die geschlechtergerechte Reproduktions- und Sorgearbeit zur Verfügung steht. Ich kann natürlich nicht sagen, dass sich gleich in den Familien in Deutschland weltweit die Geschlechtergerechtigkeit verbessert hat, aber Menschen und gerade auch die, die oft berufstätig sind, und das sind immer noch mehr die Männer im Fulltime-Job als Frauen, haben mehr Zeit, sich jetzt auch für Care, Sorge, Reproduktionsarbeit, Kindererziehung und so weiter zu engagieren. Allerdings deutet das auch gleich auf negative Aspekte hin mit Blick auf soziale Nachhaltigkeit. Genau das, nämlich Kinderbetreuung sicherzustellen, ist natürlich für viele auch eine Doppelbelastung, ein erhöhter Stress gewesen. Ja, und insgesamt, das will ich natürlich überhaupt nicht wegreden, in sozialer Hinsicht hat Corona zu großen Spannungen geführt. Viele, besonders kleinere Unternehmen, Solo-Selbstständige, Künstlerinnen und Künstler kämpfen mit drastischen Gehaltseinbußen oder gar drohenden Insolvenzen. Das ist natürlich alles andere als sozial nachhaltig. Immerhin wurde in Deutschland und in etlichen anderen der wohlhabenden Ländern der Welt den meisten Akteuren Stützungszahlungen, Liquiditätshilfen zur Verfügung gestellt, um ihnen kurzfristig unter die Arbeit zu greifen. Hat auch nicht alle Menschen gleichermaßen erreicht. Da gab es einige, die sind durchs Netz gefallen. Und weltweit, und Corona ist ja kein Phänomen für Deutschland und die wohlhabenden Länder, weltweit sind natürlich beileibe nicht alle Menschen in den Genuss von solchen Stützungszahlungen und Soforthilfemaßnahmen gekommen, wie sich das Deutschland hat leisten können. Selbst in den USA, einem reichen Land, ist ja sowas überhaupt nicht in gleichem Maße zur Verfügung gestellt worden. Also, ich schließe langsam so ein bisschen ab. Wenn die Corona-Krise in sozial-ökologischer Hinsicht sowohl eine Erhöhung der Lebensqualität, eine Verringerung der Emissionen, aber auch eine Erhöhung der sozialen Spannung geführt hat, das politische Management in Deutschland kann im Großen und Ganzen für sich beanspruchen, mit Solidarität und öffentlichen Hilfen den Lebensunterhalt der meisten Bürgerinnen und Bürger gesichert zu haben. Ja, und das wirft doch die Frage auf, kann so eine politisch gesteuerte Mäßigung des Verkehrs
der Wirtschaftsleistung, der Treibhausgasemissionen, bei gleichzeitiger finanzieller und politischer Solidarität zur Wahrung eines würdigen Lebens aller oder der meisten Bürgerinnen und Bürger nicht ein Modell sein für eine zukunftsfähige Gesellschaft? In diskursiver Hinsicht jedenfalls hat es das noch nie gegeben, dass in demokratischen, marktwirtschaftlichen Gesellschaften der wirtschaftliche Output durch politische Maßnahmen, also beabsichtigt, so stark wie gegenwärtig heruntergefahren wurde. Offenbar war das oberste Gebot der Stunde, Menschenleben zu retten, einen katastrophalen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Das hat ermöglicht, was jahrzehntelang als nicht durchsetzbar galt, nämlich dass die Politik den Primat über die Ökonomie eingenommen hat und diese so steuert, dass der Sicherung der Menschenrechte klar Vorrang vor weiterem Wirtschaftswachstum, der Sicherung von Unternehmensgewinnen und sogar von Arbeitsplätzen eingeräumt wurde. Und deswegen, ich glaube, These 1, große Chancen für den Nachhaltigkeitsdiskurs aufgrund der Corona-Krise, kann nicht auch hier dieser Mut, der bewiesen wurde und das Modell Wirtschaft, Konsum, Produktion runterzuregeln und gleichzeitig Solidarität zu wahren, ein Modell sein für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Das war These 1 und ich würde das jetzt gerne direkt mit Ihnen und euch diskutieren wollen, bevor ich dann zur These 2 komme. Das entschlossene Handeln zur Bekämpfung der Corona-Krise taugt nur begrenzt für Lessons Learned zur Bekämpfung der Nachhaltigkeitskrisen. Ich habe es jetzt mal Umwelt und Klima hier genannt, weil ich mich in Zukunft auch eher jetzt nochmal stärker auf Fragen der ökologischen Nachhaltigkeit beziehen werde. Während sich die Staaten in der Corona-Krise jetzt, Phase 1 will ich mal sagen, ja, wie das weitergeht, wissen wir ja auch noch nicht, als extrem handlungsstark erwiesen haben, aus welchen Gründen auch immer, wir haben es gerade schon kritisch diskutiert, und für die Gesundheit der Bürgerinnen auch kurzfristig offenbar Wirtschaftsinteressen jedenfalls zurückgestellt wurden, ist in der Klimakrise, bei vielen anderen Nachhaltigkeitsfragen, eigentlich in den letzten 40 Jahren vergleichsweise wenig passiert. Man könnte auch sagen, so gut wie nichts passiert im Vergleich dazu. Warum haben Regierungen jetzt so konsequent gehandelt, aber tun dies nicht, haben dies nicht getan in den Nachhaltigkeitskrisen? Ja, und das haben wir ja gerade schon ein bisschen angeditscht, diese Fragen. Und ich möchte mal ein paar Gemeinsamkeiten zwischen Corona und Klima hervorheben. Und dann möchte ich mal ein paar Unterschiede hervorheben, weswegen ich eben glaube, These, dass sich die Lessons Learned nur begrenzt eignen. Ich sehe eine große Gemeinsamkeit in der psychologischen Distanz, wie das in den Verhaltensforschungen genannt wird. Ja? Also in der Tatsache, dass, erinnern wir uns nochmal zurück an den Beginn der Corona-Krise, diese Bedrohung für den Einzelnen und die Einzelne, aber auch für die Gesellschaft als Ganze, eigentlich weit weg, fern war, nahezu abstrakt. Ja? Also zu Beginn der Corona-Krise kannte so ungefähr niemand jemanden, der erkrankt war, vielleicht abgesehen von einigen Hotspots in NRW oder in Bayern. Jetzt, ich weiß nicht, wie es ist, wir könnten eine kleine Umfrage hier machen, aber sparen wir uns vielleicht, kennt man vielleicht Leute, die jemanden kennen, der einen schlimmen Verlauf hatte oder gar gestorben ist. Die wenigsten kennen direkt jemanden, der gestorben ist. Natürlich gibt es diese Leute, ist ja logisch. Aber sagen wir mal so, es ist immer noch ein Phänomen, was für viele weit weg ist, dass dieser Coronavirus eine Bedrohung ist für die meisten Menschen. Diese psychologische Distanz, ja, also eine Bedrohung, die kommt, die wissenschaftlich vielleicht als rational von einigen anerkannt wird, aber sich ganz wenig mit dem verknüpft, was wir tagtäglich als Bedrohung oder eben Nicht-Bedrohung erleben, ist eine deutliche Gemeinsamkeit zum Klimawandel. Da erleben es hierzulande jedenfalls auch die wenigsten als Bedrohung, dass die globale Durchschnittstemperatur wird, dass Extremwetterbedingungen zunehmen. Das erleben wir dann vielleicht, wenn so ein Extremwetter mal ist. Aber in Deutschland jedenfalls hängen da auch nicht oder bei den allerwenigsten wirklich existenzielle Menschenrechte dran. Also das Ganze ist weit weg. Und das ist ja auch eines der großen Herausforderungen der anderer ökologischer Nachhaltigkeitskrisen, genauso wie etwa der Biodiversitätskrise, ja, oder dem Verlust von Bodenfruchtbarkeit und so weiter. Es besteht eine große psychologische Distanz, große Gemeinsamkeit. Zweite Gemeinsamkeit. Es ist ein langfristiges, beziehungsweise bei Corona ein mittelfristiges Problem. Wir haben aber eine kurzfristig ausgerichtete Politik. Normalerweise ist Politik sehr kurzfristig ausgerichtet. Nächste Wochen, nächste Monate, vielleicht maximal 4 Jahre. Ne?
Bei Corona ist hier natürlich so, dass wir wahrscheinlich schon in einigen Jahren drastische Probleme spüren würden oder auch noch werden. Ja? Aber das jetzt sieht man ja an Trump nicht zuletzt, ne? Dass der nicht scheitern wird, weil viele Menschen in den USA gestorben sind, sondern eher, weil der ganze Diskurs amok läuft und man ihm kein Management bescheinigt. Ja? Und kein anständiges Management oder ein erratisches Handeln oder wieder mal einen spaltenden Diskurs oder so weiter. Das heißt, eine kurzfristige Politik ist schlecht beraten, solche Corona, würde ich sagen, mittelfristigen, nachhaltigkeitstechnisch langfristigen Probleme anzugehen. Dritte Gemeinsamkeit ist die Gefährdung von Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätzen. Hat ja gerade auch schon jemand gesagt, es wurden natürlich jetzt einerseits akut Wirtschaftsinteressen bedroht. Andererseits aber haben wahrscheinlich viele Unternehmen auch gleich die Rechnung gemacht, oh, was wäre denn, wenn wir nicht handeln? Das heißt, ein Nichthandeln in Corona-Hinsicht wäre auch eine Bedrohung für die Wirtschaft gewesen, und von Arbeitsplätzen. Und deswegen ist hier eine gewisse Gemeinsamkeit zum Klimaproblem, wo das natürlich als Totschlagargument ständig in die Debatte gebracht wird. Erstaunlicherweise haben sich eben Politik und Gesellschaft in gewisser Hinsicht über diese Gefährdung von Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzargumenten im Fall von Corona hinweggesetzt. Bei Klima ist das bisher selten bis nie gelungen. Was gibt es aber für große Unterschiede zwischen Corona und Klima- oder Nachhaltigkeitsherausforderungen? Ja, ein Unterschied ist mal ganz evident. Die Opfer des Klimachaos, zumindest in den nächsten paar Jahrzehnten, sind vor allem die ärmsten Menschen, die vulnerablen Bevölkerungsgruppen auf der Erde, ganz besonders im globalen Süden. Im Norden wird der Klimawandel natürlich auch mehr Hitzewellen und daraufhin mehr Kreislaufschwächen und Tode nach sich ziehen. Aber das ist natürlich vergleichsweise mit den ärmsten Menschen, deren beispielsweise Ernten davon abhängen, ob sie sich überhaupt ihr Überleben sichern können, wo dann Extremwetterbedingungen wie Überschwemmungen, Stürme, Dürren und so weiter sofort ans Eingemachte gehen, eine komplett andere Situation. Das Coronavirus im Vergleich dazu macht natürlich längst nicht Halt an den Schranken von Nord und Süd, Arm und Reich, sondern es ist auch für reiche weiße Männer, will ich mal so etwas zugespitzt und polemisch sagen, in Industriestaaten gefährlich. Zweiter großer Unterschied zwischen Corona und Klima: Es ist nicht nur allgemein Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze gefährdet, sondern im Fall von Klima sind natürlich konkret die Geschäftsfelder von einigen der einflussreichsten Industrielobbys in Deutschland, aber auch in anderen Industrieländern bedroht, vor allem der Automobilindustrie, ja, aber auch von anderen Branchen. Das heißt, hier hat diese Industrie natürlich unmittelbar eine Besorgnis, ein Risiko, durch klimapolitische Maßnahmen in ihren Profitraten beeinträchtigt zu werden. Langfristig stimmt das wahrscheinlich gar nicht. Es gibt ja auch gute Argumente zu sagen, die deutsche Automobilindustrie muss fit gemacht werden für eine klimaneutrale oder klimafreundliche Zukunft. Aber kurzfristig ist es natürlich so, dass die Investitionen, die jetzt in den letzten Jahren getätigt werden, allen voran SUVs und 70% des Werbebudgets der Automobillobby geht in die Vermarktung von SUVs. Das alles würde natürlich akut bedroht werden, wenn man mit dem Klimawandel ernst macht und geht also ans Geschäftsinteresse von diesen Firmen. Das war bei Corona anders. Corona hat nicht oder tut nicht direkt das Wirtschaftsinteresse einiger industrieller Sektoren angreifen, noch dazu derjenigen, die besonders gut mit der Politik vernetzt sind. Und damit komme ich zum dritten großen Unterschied. Und man könnte sie hier noch viel mehr nennen, aber ich belasse es dann eben mal bei denen. Ich habe noch einen vierten. Der dritte große Unterschied ist, dass die Lobby in Deutschland, in Industrieländern, bei Klima-, Energie- und Nachhaltigkeitspolitik seit Jahrzehnten ein Heer an einflussreichen Menschen und Organisationen aufgebaut hat, um auf Politik Einfluss zu nehmen, um Hemmschuh zu sein, um Nachhaltigkeitspolitik und progressive Umweltpolitik zu behindern. Das war im Feld der Gesundheitspolitik nicht so. In der Gesundheitspolitik gibt es natürlich auch massive Lobbyinteressen. Denk mal an die Pharmaindustrie, ja, oder auch vielleicht an die ein oder anderen Ärzteverbände oder wie dergleichen, auch mehr Krankenkassen und so weiter. Aber das hat jetzt mit Corona nicht unbedingt was zu tun gehabt, ne? Sondern die Lobbyinteressen, die dort jetzt akut bedroht werden, zum Beispiel auch die Automobilindustrie in Fragen des Corona-Shutdowns, die war, was gesundheitspolitische Maßnahmen betrifft, überhaupt nicht aufgestellt, weil das halt nicht deren Themenfeld war in den letzten Jahren.
Letzter Unterschied noch, eher auf der diskursiven Ebene. Die Corona-Präventionsmaßnahmen haben vermutlich auch deswegen so gut funktioniert, beziehungsweise konnten so scheinbar einstimmig in einer demokratischen Gesellschaft wie Deutschland und anderen Ländern durchgesetzt werden, weil zum guten Teil auch unsere Gesellschaften in Angst paralysiert sind gerade. Das ist auch irgendwo gruselig ein bisschen. Ich wage jetzt hier keine Vergleiche historischer Art zu ziehen zu vorherigen Epochen der deutschen Geschichte, wo wir auch schon mal in Angst paralysiert waren und dann schlimme Sachen gemacht haben. Aber der Unterschied ist jetzt, ein Angstdiskurs wurde unglaublich schnell hochgefahren und ist ja auch real irgendwo. Die Angst vor dem Klimawandel könnte genauso real sein, aber der Klimadiskurs ist schon alt. Das hat sich schon abgenutzt. Es ist extrem schwierig, hier noch mit einer 5-vor-12-Rhetorik tatsächlich persönliche Ängste zu generieren. Ich weiß auch gar nicht, ob es wünschenswert wäre. Ich wünsche mir keine Nachhaltigkeitspolitik, die auf Angst und Paranoia setzt, um effektiv zu sein. Ich halte das für das völlig falsche Modell. Ich sehe hier nur einen großen Unterschied zwischen Corona und Klima und deswegen auch nur, und so komme ich ja zu meiner These zurück, deswegen nur begrenzt die Möglichkeit, Lessons learned aus dem engagierten, mutigen Corona-Management der Politik zu ziehen für die Bekämpfung der Nachhaltigkeitsherausforderung und der Klimakrise. Ja. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Regierungen bei der Bewältigung anderer sozialer und ökologischer Krisen in der Zukunft ebenso entschlossen vorgehen werden, weil diese Bekämpfung der Corona-Krise sich vermutlich im Nachhinein als historischer Ausnahmetatbestand herausstellen wird. Dritte These: Digitalisierung bietet Chancen für Nachhaltigkeit, wenn sie herkömmliche Güter und Strukturen ersetzt. Und ich differenziere es gleich noch ein bisschen aus, wenn sie vor allen Dingen auch, wenn sie zur sozialen Innovation beiträgt, komme ich gleich zu. Also, es geht nicht um ein Add-on der Digitalisierung, sondern um ein Ersetzen von herkömmlichen, vor allen Dingen fossilbasierten, konventionellen Lebenspraktiken, Produktionsweisen, Konsumstrukturen und so weiter hin zu mehr digitaleren, die nicht als Add-on, wie gesagt, dazukommen, sondern als soziale, im besten Fall als soziale Innovation. Was meine ich damit genau? Die Krise, die Corona-Krise ist jetzt ein riesiger Sprung in Richtung Digitalisierung gewesen. Ich glaube nicht, dass das jemand anzweifelt. Arbeitsmethoden, Lernmethoden, das Abhalten von Meetings, Pflege von Sozialkontakten, das alles ist jetzt nochmal erheblich digitaler geworden. Das New Normal nach der Krise wird, so meine Subthese, könnte man jetzt hier sagen, auch noch wesentlich digitaler bleiben, als sie es vor Beginn der Corona-Krise war. Das Spannende ist jetzt, dass Digitalisierung in der Corona-Krise eben substituiert hat und nicht in erster Linie on top of dem Business as usual dazu kam. Beispielsweise im Verkehr, den habe ich anfänglich schon genannt. Wir hatten 50% weniger Autoverkehr, teilweise 70, 80, 90% weniger ÖPNV und öffentlicher Fernverkehr, je nachdem, was man sich da genau anguckt. Ja. Gleichzeitig hatten wir 120% mehr Videokonferenzen als in der Vergangenheit. Wir hatten 10% mehr Datenvolumen in der Krise. Erstaunlicherweise nur 10%, komme ich gleich nochmal drauf. Das Spannende ist ja jetzt hier nicht nur, dass es diese Substitution hat, weniger Autoverkehr, mehr Videokonferenzen, sondern dass das Ganze en gros mit dem bestehenden Hardware-, Software- und digitale Infrastrukturen-Set erzielt werden konnte. Das ist deswegen so spannend, weil die Aufrüstung digitaler Hardware und digitaler Infrastruktur, mit Infrastrukturen meine ich von den Unterseekabeln bis zu den Rechenzentren und den Routern, das alles ist extrem energie- und ressourcenintensiv. Ja? Also die Produktion von Hardware ist eine der wenigen Branchen weltweit, die leider jedes Jahr energieintensiver wird. Die meisten Branchen werden auch ohne, dass es da viel politisches Zutun gibt, effizienter, nicht so die IKT-Hardware-Branche, die wird energieintensiver, das ist extrem bedauerlich. Schaut man sich mal die Entwicklung an von so einem Smartphone, ja, schauen wir mal auf ein Apple iPhone 5 oder 6. Damals waren etwa 50% des Fußabdrucks des Gesamthandys über einen Lebenszyklus von 2, 3 Jahren, Durchschnittslebenszeit, 50% waren Herstellung des Geräts, 50% waren Nutzungsphase, Stromverbrauch. Heute ist das Verhältnis ungefähr 80-20. Beim iPhone 9 ist es 80% des Fußabdrucks, die Herstellungsphase,
der Hardware 20% Nutzungsphase. Der Fußabdruck bei beiden Geräten ist aber gleich geblieben insgesamt. Es hat sich verschoben von der Nutzungs- in die Hardwarephase. Die Geräte werden zwar effizienter, deren Herstellung aber energieintensiver. Das Ganze ist jetzt für die Corona-Krise deswegen spannend gewesen. Wir konnten diesen Move weg von konventionellen, energieintensiveren Produktions- und auch Konsumweisen hin zu mehr digitaleren erzielen bei bestehender Hardware. Wir brauchen also gar nicht die ganze Hoffnung in Aufrüstung für 5G oder in Artificial Intelligence, die uns alle Probleme lösen wird. Oder in das Internet of Things, denn nur wenn wir die Maschinen selbstständig miteinander kommunizieren lassen, dann können wir die Nachhaltigkeitsziele erreichen. Nein, wir sehen, dass wir schon mit dem bestehenden Maß und den vorhandenen Infrastrukturen einer Digitalisierung, die ja schon energieintensiv genug waren und sind, schon erhebliche Substitutionen, Beiträge zur Nachhaltigkeit erzielen können. Und das, ich habe es eben schon gesagt, auch beim Datenvolumen. Es gibt keinen Datentransfer ohne Stromverbrauch, das ist auch evident. Alle Prognosen sagen, dass das Datenvolumen in den nächsten Jahren drastisch ansteigen wird. Vor allen Dingen aufgrund der Zunahme von Streaming, Filme, weil die auch immer hochauflösender werden und weil wir noch viel mehr Stunden und Minuten mit Filmestreamen verbringen. Aber eben auch aufgrund von neuer Technologien wie AI, Augmented Virtual Reality, Industrial Internet of Things und so weiter. Big Data Analysen werden noch zunehmen. Wir werden vielleicht mehr Wearable haben und so weiter. Das heißt, diese ganzen Datentransfer werden erwartet, dass sie drastisch in die Höhe gehen. Was wir jetzt in der Krise gesehen haben, war nur ein Anstieg um etwa 10% des Datenvolumens. Deswegen war das auch alles kein Problem, mit den bestehenden Netzen zu realisieren. Und die ganze Mehr vom verstopften Internet und wenn meine Videokonferenz nicht funktioniert, dass es dann überlastet sei, die stimmte ja auch nicht oder nur in ganz wenigen Fällen. Und meistens lag es dann eher beim Endkonsumenten als wirklich im Netzwerk das Problem. Das brauchen wir also alles nicht. Wir brauchen nicht eine digitale Aufrüstung, um Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, sondern wir haben, und das hat die Corona-Krise uns gelernt, die Chance zu substituieren bei bestehendem Stand an Digitalisierung. Jetzt können wir uns viel stärker darauf konzentrieren, dass, wenn schon wir von Aufrüstung reden oder einer verstärkten Digitalisierung, dass wir das vor allen Dingen dann nutzen, um die Digital Divide zu schließen, um, denken wir an das Homeschooling oder das Online-Lernen in Universitäten, dass die Familien und Menschen, die wenigen schlechten Zugang hatten, bisher einen besseren Zugang bekommen, dass die Familien mit 3, 4 Kindern oder was, die nur einen Laptop haben, wo sich abgewechselt wird und der Letzte dann zwischen 20 und 22 Uhr noch sein Homeschooling bewältigt, dass die mehr Zugang haben zu Netz, dass die letzten Regionen in Deutschland wirklich noch Breitbandanschluss haben, anstatt irgendwie 5G voranzutreiben und so weiter. Wir können das also nutzen, auch weltweit natürlich, um die Digital Divide zu schließen, auch zwischen Nord und Süd, anstatt hier aufzurüsten, um vermeintlich nur damit Nachhaltigkeitsziele erreichen zu können. Fazit also, wir brauchen eine sanfte, eine selektive Digitalisierung, so wie ich das auch in unserem Buch Smarte Grüne Welt nenne. Nur so wenig Digitalisierung wie möglich, nur so wenig wie möglich, so viel wie nötig. Und Digitalisierung bietet in Klammern nur Chancen für Nachhaltigkeit, wenn wir wirklich herkömmliche Güter und Strukturen ersetzen. Und das bezieht sich auch auf unsere Praktiken. Ich sehe die größten Chancen in der Digitalisierung dann, wenn wir fossile Praktiken ersetzen. Zum Beispiel Urlaubsflugreisen, sondern stattdessen jetzt sanften Tourismus machen, Fahrradtour in Deutschland, Paddeltour oder sonst wo. Oder wahrscheinlich haben viele von euch auch die Bilder gesehen vom völlig überfüllten Strand auf Rügen oder am Darß. Ob das jetzt nachhaltig ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist auf jeden Fall nachhaltiger als völlig überfüllte Strände in Phuket oder Miami oder auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Insofern, hier gibt es viele Möglichkeiten, dass Digitalisierung zu einer Substitution auch von überkommenen, nicht nachhaltigen Praktiken führt. Ich könnte noch viele andere Beispiele nennen, die wenig mit Corona zu tun haben, zum Beispiel Foodsharing oder Kleiderkreisel oder Couchsurfing oder so. Also ich sehe die größten Potenziale, wenn substituiert wird und wenn Digitalisierung soziale Innovationen anstößt. Vierte These. Eben habe ich ja von den Chancen gesprochen der Digitalisierung. Es gibt natürlich etliche Risiken. Einige ökologische Risiken habe ich schon genannt, aber die vierte These zielt nochmal auf einen anderen Punkt und schließt damit auch nochmal an These 1 und ein paar von den sozialen Chancen der Corona-Krise, die vielleicht in der Entschleunigung lagen. Ein großes Risiko, so die vierte These der Digitalisierung, liegt in einer Beschleunigung des Lebenstempos. Oh, Entschuldigung, ich habe Lebensstil geschrieben. Schreibfehler.
des Lebenstempos, muss es heißen. Ja, da habe ich mich vertan. Ein großes Risiko der Digitalisierung liegt in einer Beschleunigung des Lebenstempos, insgesamt in einer sozialen Beschleunigung. Stellen wir uns doch einfach nur mal vor, hypothetisch, wie hätte sich unser Lebenstempo verändert durch die Corona-Krise, wenn es keine Digitalisierung gegeben wäre, die das hätte abpuffern können? Das wäre eine radikale Entschleunigung gewesen. Dann wäre wahrscheinlich Verkehr und Produktion und Konsum und so weiter alles noch viel mehr runtergegangen, weil es kein Online-Shopping gibt, keine Videokonferenzen, keine Möglichkeiten, Homeschooling und dergleichen zu machen. Ich sage auch nicht, dass das dann besser gewesen wäre, deswegen bin ich auch nicht gegen Digitalisierung. Aber was klar ist, glaube ich, können wir gerne darüber diskutieren, ist, dass Corona-Krise ohne Digitalisierung wesentlich entschleunigter gewesen wäre. Hier sehen wir also schon, und das lässt sich nicht nur auf die Corona-Krise, sondern insgesamt auf unsere derzeitige Situation der modernen kapitalistischen Gesellschaften im ersten Viertel des 21. Jahrhunderts übertragen. Digitalisierung ist auch ein Instrument, um einige der Schwächen dieser spätkapitalistischen Gesellschaften zu adressieren und insofern den Fortgang dieser spätkapitalistischen Gesellschaften noch weiter möglich zu machen. Ja, andersherum formuliert ist, wir hätten viel größere Probleme im Kapitalismus und wären vielleicht schon viel leichter an eine Transformationsnotwendigkeit herangekommen ohne Digitalisierung. Weil Digitalisierung jetzt schon als Schmiermittel wirkt und nochmal ein Blick auf Corona-Krise, aber man könnte es genauso auf den digitalen Kapitalismus beziehen, jetzt schon die Grundlage legt dafür, dass der Kapitalismus sich noch weiter ausdifferenzieren kann und sich noch weiter beschleunigt. Und das haben ja Menschen wie Hartmut Rosa und viele andere auch schon klargestellt, dass die Beschleunigung eine wesentliche Triebkraft ist des Kapitalismus, genauso wie eben das ökonomische Wirtschaftswachstum in finanzieller oder auch in, mit Blick auf Ressourcen in physischer Hinsicht. Entschleunigung aber wäre eine wichtige Strategie für Nachhaltigkeit. Ja, um Nachhaltigkeit zu erreichen, brauchen wir nicht nur Effizienz und Konsistenz, sondern auch Suffizienz. Suffizienz hat extrem viel mit Entschleunigung zu tun, wie schon mein Freund und Kollege Wolfgang Sachs durch die 4 E's deutlich gemacht hat. Entschleunigung ist eine wichtige Dimension für Suffizienz und für Nachhaltigkeit. Insgesamt, darüber könnte man eine eigene Vorlesung halten, ich lasse das jetzt hier mal als gegeben stehen und schaue jetzt eher lieber nochmal auf die These, die ich hatte, ein großes Risiko der Digitalisierung liegt in der Beschleunigung. Digitalisierung birgt nämlich die Potenziale oder eben die Risiken, das Lebenstempo zu beschleunigen auf verschiedene Arten und Weisen. Und hier kann ich auch nochmal Hartmut Rosa bemühen, der da nämlich 4 Arten und Weisen hervorgehoben hat, wie wir, jeder Einzelne von uns, das Lebenstempo beschleunigen kann. Erstens durch Sachen schneller ausführen, schneller tippen, schneller essen und so weiter, schneller eine SMS schreiben als einen Brief. Wir können mithilfe von Digitalisierung ganz viele Aktivitäten beschleunigen. Zweitens, wir können viel besser Multitasking machen. Multitasking ist eine zentrale Strategie, um das Lebenstempo zu beschleunigen, Sachen parallel machen. Ja, und ich möchte nicht wissen, wie viele jetzt hier parallel mit einem Ohr mir zuhören und mit dem anderen irgendwie Mails checken oder gerade eine WhatsApp-Nachricht absetzen. Drittens, wir können mit Digitalisierung ersetzen. Haben wir schon drüber geredet. Ersetzen von zeitintensiven Tätigkeiten, einer Dienstreise, durch zeitsparende Tätigkeiten, eine Videokonferenz. Ja? Und das ist in ökologischer Hinsicht ja wünschenswert, habe ich ja klar gemacht. Aber es ist letztendlich hier ein großes Potenzial oder Risiko für eine Beschleunigung. Ja, eine Dienstreise kostet viel mehr Zeit. Eine Videokonferenz ist in no time zu haben und wird, wenn nicht weiter anders gehandelt und selbst reflektiert wird, auch nach der Krise dazu führen, dass wir noch mehr Meetings, noch mehr Kommunikation, noch mehr Business Travel haben, auch wenn dieser Travel dann virtuell stattfindet und eben nicht mehr analog. Ja. Und schließlich 4. Strategie, neben schneller ausführen, Multitasking, ersetzen von zeitintensiven Tätigkeiten durch zeitsparende. Die 4. Strategie ist Füllen von Wartezeiten. Ja, und das tun wir ja alle schon noch und nöcher in öffentlichen Verkehrsmitteln oder beim Arzt im Wartezimmer oder sonst wo an der Bushaltestelle. Man kann diese Tätigkeiten plötzlich produktiv nutzen, sei es für die eigene Kommunikation, sei es um irgendwas arbeitstechnisch zu machen. Ich mache das immer auf dem Nachhauseweg. Ich habe 45 Minuten von der Uni mit der S-Bahn nach Hause in Berlin, sofern nicht Homeoffice aufgrund von Corona angesagt ist. Ich nutze diese Zeit, um Mails zu checken. Es gibt mir die Möglichkeit, mein Privatleben besser mit dem Berufsleben zu verbinden. Aber letztendlich ist das ein Füllen von Wartezeiten mit produktiven Tätigkeiten, die Digitalisierung
hilft mir hier zu beschleunigen. Ich habe dazu auch eine empirische Studie gemacht. Und hier könnte ich jetzt mal ein bisschen wissenschaftlicher, ein bisschen akademischer werden und könnte auch ein paar Zahlen an die Hand, an die Wand werfen. Mache ich aber nicht, weil ich möchte das lieber so interaktiv halten und deswegen nur ganz kurz anteasern. Ich habe eine repräsentative Befragung gemacht vor der Krise, hat also nichts mit Corona zu tun, inwiefern Digitalisierung zur Beschleunigung des Lebenstempos beiträgt. Man könnte ja auch denken, vielleicht trägt sie ja zu Prokrastinierung bei. Die Leute surfen stundenlang auf Social Media oder random im Internet, Gaming und so weiter. Trägt alles vielleicht sogar zur Entschleunigung bei. Das wollte ich untersuchen. Ich habe dann eine eigene Skala entwickelt, wie man Beschleunigung misst. Ich habe den Grad der Digitalisierung in der Bevölkerung gemessen oder Skalen aufgestellt, wie man den Digitalisierungsgrad in der Bevölkerung messen kann. Welche Menschen sind stärker digitalisiert, welche weniger stark und habe dann korreliert, gibt es dann Zusammenhang zwischen Beschleunigung und vor allen Dingen auch, gibt es einen Hinweis, dass Digitalisierung zu einer objektiven Beschleunigung führt. Also nicht nur, dass wir Sachen schneller machen und mehr multitasken, sondern dass wir dann im Ergebnis auch am Ende des Tages mehr Aktivitäten in den Tag reingepresst haben. Und da kann ich schon mal sagen, klar, das ist eine wissenschaftlich belastbare Studie und die hat eindeutig aufgezeigt, dass Digitalisierung dazu beiträgt, dass wir objektive Beschleunigung, mehr Aktivitäten im Tagesablauf unterbringen. Und auch, dass wir eine subjektive Beschleunigung empfinden, mehr Stress, weniger Zeitwohlstand, mehr Zeitknappheit empfinden. Also auch zwischen Digitalisierung und subjektiver Beschleunigung, Gefühl von Zeitknappheit und Zeitnot und Stress gibt es einen klaren Zusammenhang. Hier sehe ich also ein großes Risiko. Und jetzt gerade auch wieder mit Corona und auf meine These 1. So schön, wie es wäre, durch so etwas wie einen Shutdown die Beschleunigung Tempo rauszunehmen, so groß ist das Risiko, dass eine Digitalisierung das in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren absorbieren wird und jegliches Entschleunigungspotenzial durch Corona oder durch was anderes, zum Beispiel durch eine Postwachstumsökonomie, ja, in dem wir weniger arbeiten und weniger produzieren und weniger konsumieren und dadurch eine Entschleunigung erzielen können, dass Digitalisierung das wieder auffrisst und den Puls des Lebens hochfährt und damit auch wieder, Stichwort Rebound-Effekte und Wachstumseffekte, damit dann auch wieder doch mehr Konsum und doch mehr Inanspruchnahme von digitalen Services und doch mehr Ressourcen und Energieverbrauch dann auch nach sich ziehen wird. Also wieder das Fazit, wenn Digitalisierung Add-on dazukommt, wird es eine Beschleunigung geben, wir brauchen eine Substitution und wir brauchen auch digitalfreie Räume. Ja, digitalfreie Räume, das geht los beim persönlichen Digital Detox, das geht los bis hin, das geht weiter bei der Regulierung zum Beispiel der Erreichbarkeit, der digitalen Erreichbarkeit im Berufsleben. Ja, die Diskussionen kennen wir auch schon vor der Krise, dass einige Firmen gesagt haben, zwischen, weiß ich nicht was, 18 und 8 Uhr morgens keine zur Verfügungstellung von SMS oder E-Mails an die Mitarbeitenden, damit eben die Entschleunigungs- oder Zeitsparpotenziale nicht komplett durch Digitalisierung und die ständige Erreichbarkeit und die Möglichkeit, jederzeit produktiv tätig zu sein, wieder aufgefressen werden. Also über digitalfreie Räume nachzudenken, halte ich für ein wichtiges Ziel neben der Substitution, also dem Ersatz von herkömmlichen durch Digitalisierung statt eines Add-ons on top obendrauf, damit hier nicht die Digitalisierung zu einer Beschleunigung führt und damit auch in Nachhaltigkeitshinsicht eher kontraproduktiv wirkt. Das ist meine vierte These. Fünfte These, letzte These, das New Normal nach Corona muss anders aussehen, weniger Wachstum wagen. Und jetzt komme ich nochmal ein bisschen weg von der Digitalisierungsfrage, sondern mehr zur Verknüpfung von Postwachstum und Corona. Ich habe ja anfänglich gesagt, bei These 1, wäre nicht das couragierte politische Handeln, was wir jetzt gesehen haben, natürlich mit Blick auf Gesundheit und so, aber wäre nicht so insgesamt, dass die Politik sagt, wir regeln Verkehr, Konsum, Produktion ein Stück weit runter, federn es ab durch Solidarität, indem wir Stützungszahlungen, Soforthilfen, aber auch insgesamt mehr die Infrastrukturen schaffen, damit Menschen hiervon nicht akute und auch mittel- bis langfristige ökonomische Probleme von sich tragen. Wäre das nicht ein Modell für eine zukunftsfähige Gesellschaft? Runterregeln und Solidarität zeigen. Da kann man jetzt ja mal sagen, ne, Stand jetzt in der Mitte der Corona-Krise oder nach Ende von Welle 1, mitnichten. Mitnichten wird das so gesehen mit dieser Frage,
ist man weitgehend alleine. Offenbar meint die große Mehrzahl der ExpertInnen, dass wir so möglichst schnell wieder ein genauso wie vorher herstellen sollten. Es gibt eine gewaltige Zustimmung aller Fraktionen zum Konjunkturprogramm der Bundesregierung. Es gibt anscheinend eine stille Einkunft unter Deutschlands Ökonomen, PolitikerInnen, auch Vertretern der Zivilgesellschaft, möglichst bald wieder zum Status quo vor der Krise zurückzukehren, das vielleicht noch ein bisschen ökologisch anzustreichen, ja, aber insgesamt sozusagen erstmal wieder stabile Verhältnisse der Wachstumsökonomie herzustellen. Ob rechts, ob links, ob Umwelt-, Sozialverbände, die meisten sprechen gerade für eine massive Neuverschuldung, um möglichst rasch Produktion und Konsum wieder zum Brummen zu bringen und die Wachstumswirtschaft wieder herzustellen, inklusive fortlaufenden Produktivitätsdruck und Zeitstress für die Einzelnen, der vielleicht nicht gewünscht wird, aber dann einfach erstmal so hingenommen wird. Statt also, das ist meine Beobachtung, das politische Management der Corona-Krise als Einstand oder zumindest, wenn nicht Blueprint natürlich, aber dann sozusagen als Reflexionsraum für den Übergang in eine solidarische, umweltfreundliche Ökonomie zu betrachten, geht es eher leider darum, erstmal wieder die schöne neue Welt oder schöne alte Welt herzustellen und das Ganze mit ein bisschen mehr Geld für Elektroautos und ein paar Ingredienzien für den Green New Deal als Fortschritt zu kaschieren. Jetzt ist die spannende Frage, ich habe das vielleicht ein bisschen sehr stark zugespitzt, aber die spannende Frage ist für mich, nebst der diskursiven Frage, können wir das nicht mehr nutzen für eine Postwachstumsdiskussion, ist vor allen Dingen auch, funktioniert das eigentlich wirklich? Funktioniert diese keynesianische Rezeptur einer Konjunkturpolitik, ja, Krise, Produktionskonsumrückgang, Geldspritze, Ankurbelung des Wachstumsmotors und dann springt der Motor wieder an und wir sind wieder in stabilen Verhältnissen? Funktioniert das überhaupt? Ist das ein realistischer Plan? Sind nicht Zweifel angebracht, dass es ein Zurück auf den alten Wachstumspfad in der kurzen Frist, mittleren Frist gar nicht so geben wird? Erstens, wenn die Virologen Recht behalten, ne, dann gibt es die Gefahr einer zweiten Welle, dritten Welle und so weiter. Haben wir jetzt in einigen Ländern schon. In China geht es wieder hoch, in den USA ist sowieso krass on the rise. Gut, liegt vielleicht auch am Missmanagement, nicht zweite Welle, sondern Fortlauf der erste Welle. Who knows? Zweite Welle, dritte Welle, großes Risiko, wie die Virologen uns sagen würden. Zweitens, in etlichen Ländern des globalen Südens, auch teilweise des Nordens, ist die erste Welle ja noch gar nicht so richtig zum Tragen gekommen. Das heißt, selbst für den besten Fall, dass es keine zweite Welle gibt oder so, es wird noch Weltregionen und Länder geben, wo die Auswirkungen der Corona-Krise noch bevorstehen, die dann wiederum Auswirkungen, Reperkussionen, Repercussions auf die Weltwirtschaft haben werden, mit Nachfrageeinbrüchen, entweder wegen Shutdown oder im schlimmsten Fall tatsächlich, weil es zur Überlastung der Gesundheitssysteme zur Katastrophe kommt. Also kurz und gut, ich glaube, dass so oder so, auch wenn die Virologen nicht recht behalten mit der zweiten Welle, es noch viele weitere Monate, vielleicht noch ein Jahr oder länger, weiterhin Lieferengpässe, Nachfrageeinbrüche hier und da in der Weltökonomie geben wird. Und das wird auch anhaltende Dellen auf die deutsche und europäische Konjunktur nach sich ziehen und deswegen sozusagen ein Zurück auf Wachstumspfad jetzt nach Welle 1 schnell wiederherzustellen, ist fraglich. Vor allen Dingen für Bedeutung für die europäische und deutsche Wirtschaft sind natürlich die Entwicklungen in den USA. Da sehen wir gerade, wie die Katastrophe sich anbahnt. Und deswegen vor dem Hintergrund frage ich mich, ist es realistisch, dass wir jetzt große Finanzspritzen investieren, um Produktion wieder zum Brummen zu bringen? Oder wäre es ein klügerer Einsatz der begrenzten Mittel, das in eine wachstumsunabhängige Wirtschaft zu investieren, um die Maßnahmen zu treffen, um die Grundlagen zu schaffen, dass eine wachstumsunabhängigere Wirtschaft möglich wird, eine, die auf niedrigerem volkswirtschaftlichen Niveau stabil bleibt, anstatt möglichst wieder auf das alte volkswirtschaftliche Niveau mit steigender Tendenz, also Wachstumspfad, zurückzukehren. Keynesianismus, Konjunkturprogramme, Stimuluspakete, wie wir das etwa 2007, 8, 9 bei der Weltwirtschaftskrise und Weltfinanzkrise erlebt haben, werden, glaube ich, nicht so wirken wie damals. Weil damals war es ein Marktversagen,
Immobilienblase geplatzt, überhitzte Immobilienmärkte, Bankenpleiten und so weiter, die dazu geführt haben, dass es kurzfristig Engpässe gab auf den Finanzmärkten. Das kannst du mit Finanzspritzen irgendwie sanieren und dann fängt das Ganze wieder an zu laufen. Bei der Corona-Krise ist das anders. Hier haben wir einen Shutdown aufgrund von politischen Maßnahmen. Wir haben Verkehrsreduktionen, Konsum- und Produktionsrückgänge, weil Menschen nicht mehr ihre Arbeit so ausführen können, weil Malls und Geschäfte nicht mehr in dem Maße frequentiert haben oder gar offen sind, weil Gastronomie runtergefahren wird. Und deswegen nochmal die ganz platte, polemische Frage, was bringen zig Milliarden, wenn Fabriken weiterhin entweder geschlossen sind oder nicht full-fledged arbeiten können, wenn Konsum eingeschränkt wird, dann könnte das Ganze verpuffen. Ich glaube, viel sinnvoller wäre es jetzt, die knappen öffentlichen Mittel, Stichwort Neuverschuldung, für strukturelle Maßnahmen einzusetzen, um die Wirtschaft auf einem niedrigen Niveau des Bruttoinlandsprodukts funktionsfähig zu halten. Ich glaube, nur dass strukturelle Maßnahmen hier tatsächlich dann auch langfristig Einkommen für die ganze Bevölkerung, Arbeitsplätze, eine stabile Versorgung, insbesondere auch der öffentlichen Sicherungssysteme, Renten, Gesundheit und so weiter, garantieren können, ohne dass diese Systeme auf fortlaufendes Wirtschaftswachstum angewiesen sind. Jetzt ist die gute Nachricht aus volkswirtschaftlicher Sicht, und da hat mir auch noch kein neoklassischer oder keynesianischer Ökonom wirklich fundierte Argumente nennen können, die gute Nachricht ist, natürlich kann eine Volkswirtschaft auf niedrigerem Produktions- und Konsumniveau stabil und funktionsfähig sein. Ich sage erstmal nur auf niedrigerem Niveau, denn genau das ist ja, was vor 10, 20, 30 Jahren in vielen anderen Ländern heutzutage der Fall ist. Wir brauchen nicht ein hohes Niveau, sondern es kann auch auf niedrigerem Niveau stabil gehalten werden. Die spannende zweite Frage ist, kann es ohne Wachstum auskommen? Da kommen wir in eine kritische Diskussion mit neoklassischen und keynesianistischen Ökonomen rein. Viele von denen werden sagen, geht nicht, wir brauchen Wachstum. Ist vielleicht nochmal eine eigene Vorlesung wert wiederum auch. Ich würde mich eher den Debatten in der Postwachstumsökonomie ansprechen und sagen, aggregiert auf volkswirtschaftlichem Niveau braucht es nicht unbedingt ein Wirtschaftswachstum. Sehr wohl aber werden wir Wachstum und Schrumpfung in etlichen Bereichen erleben. Und es gibt ja natürlich auch einige Sektoren bis hin zu einigen Unternehmen, die sollen wachsen und andere Sektoren, etwa die Kohlekraft oder so Atomkraft, die werden ohnehin schrumpfen und das bedroht auch nicht die Volkswirtschaft. Das heißt, ich glaube, wir brauchen selektives Wachstum und selektive Schrumpfung. Und die Frage auf aggregiertem Niveau, die habe ich eben schon beantwortet, strukturelle Maßnahmen, um möglichst die sozialen Sicherungssysteme, die Frage der Arbeitsplätze und der Beschäftigung und auch der Einkommen für den Großteil der Bevölkerung unabhängig von ständig weiterem Wachstum zu halten. Was gibt es hier für Maßnahmen? Eine habe ich eben schon genannt, Verkürzung der Arbeitszeit, ganz wichtige Maßnahme im Postwachstumsdiskurs, jetzt für die Krise hochaktuell. Das, was Unternehmen jetzt aus eigener Kraft teilweise gemacht haben, Menschen nach Hause zu schicken oder aufgrund der Kurzarbeitszeitregelung mit Hilfe staatlicher Unterstützung realisieren konnten, könnte langfristig zum New Normal erhoben werden. Kürzere Arbeitszeiten, habe ich gerade schon gesagt, 32 Stunden, 26 Stunden Woche hat viele Vorteile bis hin zu Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, die sich nicht automatisch einstellen wird, aber wo Potenziale dann bestehen werden. Wichtiges Ziel, um eine wachstumsbefriedete Wirtschaft auf niedrigerem Niveau stabil zu halten. Zweiter Punkt ist Grundeinkommen. Ob man das jetzt bedingungsloses Grundeinkommen nennt oder nicht, was wir jetzt sehen, die Stützungszahlungen sind schon in gewisser Hinsicht ein kurzer Funken oder eine Vorahnung, wie so ein Grundeinkommen wirken kann. Auch über die Höhe lässt sich trefflich streiten, möchte ich jetzt nicht für plädieren, hier für eine bestimmte Höhe oder kann mich dazu auch nicht expertenmäßig genug einigen. Aber ich glaube, die Gesellschaft wäre extrem gut beraten, einen Teil von den Geldern, die jetzt mit den Konjunkturpaketen möglicherweise zu nichts oder zu viel zu wenig führen werden, nicht greifen werden und nur dazu dienen, uns wieder auf den alten Wachstumspfad zurückzubringen, in so eine Ausstattung eines Grundeinkommens zu investieren, damit soziale Sicherung, Kleinunternehmertum, selbstständiges Tätigsein, aber eben auch eine Honorierung oder eine Ermöglichung von Sorge, Reproduktions- und Eigenarbeit, Stichwort urbane Subsistenz und so weiter, besser möglich wird, wichtige Elemente für eine Postwachstums- oder für eine nachhaltige Gesellschaft in der Zukunft.
Dann kommt aber direkt die Finanzierungsfrage, wie sollen wir das denn alles bezahlen, wer soll denn das machen? Ich glaube, dass jetzt dieser Ausnahmezustand in der Corona-Krise sich auch wunderbar dazu eignen würde, auf die Solidarität in der Bevölkerung zu pochen und eine neue steuerliche Quelle anzuzapfen. Ich glaube, dass jetzt eine stärkere Besteuerung von Hocheinkommen, eine stärkere Besteuerung von Vermögen etwa, sich politisch leichter durchsetzen ließen, um diese Finanzierung möglich zu machen. Das wäre eigentlich schon wünschenswert gewesen für das Konjunkturpaket, weil eine Neuverschuldung kann es ja nicht sein. Damit belasten wir die zukünftigen Generationen. Eigentlich hätte man schon jetzt über neue Finanzerhebungen, sprich eine Ausweitung der Steuerbasis nachdenken müssen, um alleine diese Konjunkturpakete möglich zu machen. Aber ich sage auch strukturell, um Maßnahmen zu treffen, wie Grundeinkommen, wie Ausbau sozialer Sicherungssysteme, Renten, Arbeitslosigkeit und Gesundheitssysteme und so weiter, durch eine höhere Staatsquote, dass es hierfür vielleicht auch jetzt gerade ein Fenster der Möglichkeiten gibt, die Corona-Krise und die Solidarität, die gerade besteht, zu nutzen, um eine neue steuerliche Grundlage zu schaffen für solche Maßnahmen der Postwachstumsökonomie. Ich könnte jetzt noch über den Umbau der Sicherungssysteme sprechen, um diese wachstumsfest zu machen. Ich glaube, das würde jetzt vielleicht auch zu weit führen. Wir haben 4:07. Deswegen schließe ich an der Stelle und sage, das New Normal nach Corona sollte anders werden. Wir müssen diese Zäsur auch im Diskurs stärker nutzen, um nicht so sehr für Back to Business as usual zu plädieren, sondern um weniger Wachstum zu wagen.